Es spricht Wilhelm Pieck, der Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Liebe Freunde, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands misst den bevorstehenden Wahlen eine sehr hohe Bedeutung bei. Es geht darum, in den Gemeinden feste demokratische Mehrheiten und damit die Basis für ein neues, demokratisches und friedliches Deutschland zu schaffen. Unter allen Umständen muss verhindert werden, dass wieder wie 1918 die Reaktion die Oberhand gewinnt. Im Besonderen geht es der SED darum, die wirtschaftlichen Nöte unseres werktätigen Volkes zu mildern und eine ständige Verbesserung seiner Ernährung herbeizuführen. Noch bevor der Winter eintritt, müssen genügend winterfeste Wohnungen hergerichtet, die Fenster verglast, Heizungsmaterial herangeholt und Schuhe und Bekleidung für Kinder und Erwachsene beschafft werden. Wir bemühen uns um die beschleunigte Rückkehr aller Kriegsgefangenen und leisten ihnen bei ihrer Rückkehr eine ernste Hilfe. Ebenso sind wir den Umsiedlern bei der Wiedererlangung einer materiellen Existenz behilflich. Auch den alten Leuten und den Verlieben, den Kindern und Müttern, wenden wir unsere ganze Sorge zu. Alles das sind nicht nur Versprechungen, sondern die SED hat in der sowjetischen Besatzungszone schon erhebliche Verbesserungen in der Lage unseres Volkes herbeigeführt. Wir wollen jedoch viel mehr erreichen. Aber dazu müssen alle anständigen und ehrlichen Deutschen sich am Neuaufbau unserer Heimat beteiligen. Die SED will eine feste Einheitsfront aller Antifaschisten und Demokraten zum Kampfe für die Ausrottung des Hitlerfaschismus und aller imperialistischen Kriegstreiber für die Sicherung der Einheit Deutschlands, der Demokratie und des Friedens. Dazu rufen wir auch die ehemaligen nominellen Nazi-Mitglieder auf, die unter keinerlei Sondermaßnahmen mehr gestellt werden. Die SED will vor allem die verhältnisvolle Spaltung der Arbeiterklasse überwinden und ihre Einheit unter einer einheitlichen Führung schaffen, weil nur so die großen sozialen Aufgaben verwirklicht werden können. Unser Ruf geht an alle werktätigen Frauen und an die Jugend. Den werktätigen Frauen muss unbedingt ein größerer Einfluss in der Gemeinde, im Wirtschaftsleben und im Staate eingeräumt werden. Der werktätigen Jugend sind alle Bildungsmöglichkeiten zu erschließen und ihre berufliche Fortbildung und materielle Existenz zu sichern. Die SED will allen Arbeitern und Bauern, allen Angestellten, Handwerkern und Geistesarbeitern ein auskömmliches Leben im neuen Deutschland verschaffen. So ist die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands die absolut zuverlässige Partei des schaffenden Volkes. Lasse sich darin niemand durch die Lügenhetze der Reaktion beirren. Gehe jeder zur Wahl und stimme für die Kandidaten der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.